Der Jahreswechsel steht bevor, eine super Gelegenheit, um aufs vergangene Jahr zurückzublicken und sich auch Ziele fürs nächste Jahr zu setzen. Aber wie macht man das am besten? Ich bin Bijan und ich helfe Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden dabei, bessere Lernerfolge zu erzielen. Und in diesem Video geht es darum, wie ihr euch Ziele fürs Jahr 2021 setzt. Mehr dazu nach dem Intro. Wie gerade eben schon kurz angesprochen, in diesem Video geht es ums Thema Zielsetzung. Ich finde, der Jahreswechsel bietet einfach eine super Gelegenheit, das vergangene Jahr zu reflektieren und eben auch darauf aufbauen, das neue Jahr zu planen. Das Video richtet sich hierbei vor allem natürlich an junge Leute, das heißt Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, aber prinzipiell ist das, was ich hier sage, natürlich auch für jeden anderen interessant und universell anwendbar. Bevor ich ins Thema reingehe, möchte ich noch ein paar kurze Vorworte verlieren. Punkt Nummer 1 an dieser Stelle, setzt euch keine Vorsätze, sondern Ziele. Was meine ich damit? Sicherlich habt ihr auch einige Leute in eurem Bekanntenkreis, die jedes Jahr aufs Neueste sagen, nächstes Jahr möchte ich mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte vielleicht weniger rauchen etc. und das dann am Ende nicht einhalten. Und das liegt im Prinzip daran, dass sich keine konkreten Ziele gesetzt werden. Das heißt, das merkt man eigentlich schon an der Formulierung, es ist einfach zu unkonkret, was geplant wird und es gibt keine Systematik zur Umsetzung. Was auch wichtig ist, setzt euch auch nicht zu viele Ziele, sondern lieber wenige, aber dafür bedeutsame Ziele. Warum ist das nun entscheidend? Häufig wird natürlich auch der umgekehrte Fehler gemacht, es wird so eine riesige Palette an Zielen aufgeschrieben, aber das ist natürlich auch nicht wirklich sinnvoll, denn letztendlich führt das zur Überforderung. Wir wissen gar nicht, mit welchem Ziel sollen wir überhaupt anfangen und letztendlich können wir schwer den Fokus bewahren, wir wissen auch nicht, wie wir das Ganze umsetzen wollen und letztendlich führt es dazu, dass wir am Ende enttäuscht sind, wenn wir vieles nicht davon schaffen. Natürlich könnt ihr jetzt die Ziele, die ihr euch fürs Jahr setzt, dann nochmal in Wochen- und Monatsziele unterbrechen. Dazu erzähle ich auch später nochmal etwas. Und was auch noch wichtig ist, Ziele aufschreiben. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch die Ziele, die ihr euch setzt, auch einmal schriftlich notiert. Denn das ist schon der erste Schritt, um eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Und wie ihr das macht, ist im Prinzip relativ egal. Ihr könnt das natürlich ganz klassisch mit Stift und Papier machen. Es gibt allerdings auch coole Apps, die ihr nutzen könnt. Ganz simpel natürlich Word oder Notizenprogramm. Was gerade aktuell sehr große Beliebtheit genießt, ist das Programm Notion. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Wenn ihr Interesse habt, machen wir gerne auch nochmal ein eigenes Video dazu. Das ist einfach ein Produktivitätstool, was man für viele Dinge einsetzen kann. Also haltet fest, habt immer irgendwie ein Tool dabei oder einen Stift, mit dem ihr die Sachen aufschreibt und nehmt euch auch wirklich eine gewisse Zeit dafür. Also zum Beispiel einen ganzen Nachmittag, in dem ihr euch wirklich dafür blockt und diesen ganzen Prozess einmal durchläuft. Denn das ist ganz wichtig, dass ihr das mit aller Ruhe durchführt. So viel nun zur Vorrede. Jetzt soll es auch darum gehen, wie man sich denn konkret Ziele setzt. Und zwar startet es im Prinzip mit dem Vorjahr. Das heißt, Schritt Nummer 1, reflektiere das Vorjahr. Was meine ich damit? Es bedeutet einfach, dass ihr euch nochmal über das vergangene Jahr Gedanken macht. Am besten habt ihr vielleicht schon eine Zielsetzung im letzten Jahr gemacht, dann könnt ihr auch da nochmal drauf schauen. Ansonsten ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr das Jahr einmal gedanklich durchgeht. Das heißt, einfach mal überlegt, was ist jetzt das letzte Jahr überhaupt passiert, was für wichtige Dinge standen an. Vielleicht habt ihr ja auch einen Journal oder ein Tagebuch, in dem ihr regelmäßig reingeschrieben habt. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr ja einfach mal, das ist ein ganz cooler Tipp, den Kalender durchgehen oder auch eure Fotos, die ihr in dem Jahr gemacht habt, um einfach nochmal so ein Gefühl zu bekommen, was ist überhaupt passiert und wie ist das Jahr im Prinzip abgelaufen. Und dann ist es bei der Reflexion wichtig, dass ihr sowohl betrachtet, was lief gut, als auch was lief schlecht. Das heißt, am besten ist es vielleicht einfach mit den Erfolgen zu starten, das, was gut lief. Wichtig, schreibt euch das hier auch einfach mal auf, denn das sind Dinge, für die ihr euch feiern könnt, auf die ihr stolz sein könnt und wo ihr auch im Prinzip wisst, das lief gut, da hatte ich vielleicht bereits sehr gute Gewohnheiten etabliert und das kann ich in Zukunft so beibehalten. Das schreibt ihr euch in dem Fall als allererstes auf. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, was lief schlecht. Das heißt, welche Ziele habe ich vielleicht nicht erreicht, welche Dinge, die ich mir vorgenommen habe, haben vielleicht nicht so geklappt, wie ich es mir vorgenommen habe. Und auch das schreibst du dir auf. Und bei den schlechten Dingen ist es jetzt vor allem wichtig, dass du das auch, wie ich gesagt habe, reflektierst. Also einfach mal überlegst, woran hat es denn gelegen, dass die Dinge vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich es vorgestellt hat. Das kann natürlich ganz vielfältige Gründe haben. War die Motivation nicht da? War das Vorgehen vielleicht falsch? Oder vielleicht war ja auch Motivation und Vorgehen da, aber es waren vielleicht keine Mittel dafür da. Vielleicht hattest du nicht das nötige Geld dafür. Das Umfeld war das Falsche. Limitierende Glaubenssätze. Also es sind sehr viele Gründe, die dazu führen können, dass man bestimmte Ziele nicht erreicht. Und das ist jetzt auch im Prinzip erstmal nicht schlimm. Das ist völlig normal. Das hat jeder. Wichtig ist dann nur im Prinzip,
dass man aus den Fehlern lernt. Das heißt, dass du dann aufschreibst, was ist jetzt schiefgelaufen, woran hat es gelegen und was sind die Learnings, die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, um es in Zukunft zu vermeiden. Ja, so viel nun zur Vorjahresreflexion und dann geht es im Prinzip weiter mit Schritt Nummer 2 und zwar schreibe dir auf, wie dein Leben in Zukunft aussehen soll. Natürlich kannst du da das nächste Jahr einfach betrachten, aber du kannst auch noch einen größeren Weitblick einnehmen und einfach mal die nächsten Jahre betrachten. Das heißt, stell dir einfach mal vor, was für ein Leben du dir wünschst. Das heißt, wo möchtest du leben zum einen? Mit wem möchtest du Zeit verbringen? Wie soll dein Alltag aussehen? Was möchtest du arbeiten? Das sind halt alles ganz wichtige Punkte, die du betrachten kannst. Aber natürlich kannst du hier das auch noch um eigene Punkte erweitern. Und schreib dir wirklich mal auf, dein Traumleben, deine Vision, was möchtest du, wie soll dein Leben in Zukunft aussehen? Und natürlich kannst du auch gerne Bilder einfügen, denn Bilder schaffen natürlich einfach nochmal etwas, was man sich ja besser vorstellen kann als Worte. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 3 und zwar schreibe dir deine Lebensbereiche auf. Ich sage immer, da kann man sich sehr gut an den Rollen orientieren. Was meine ich damit? Jeder von uns hat ja bestimmte Rollen, die er einnimmt. Das heißt zum Beispiel Schülerin oder Schüler, Studentin oder Student, Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, Familienmitglied, Sportler, Freund, also verschiedene Rollen, die er insgesamt in seinem Leben einnimmt. Und daraus kann man sich sehr gut die Lebensbereiche ableiten. Das heißt, welche Bereiche jetzt wirklich für einen persönlich im Leben relevant sind. Das könnt ihr natürlich nur für euch selbst entscheiden. Ich habe euch jetzt allerdings als Inspiration einfach mal so eine Mindmap von mir eingeblendet, wo ihr einfach mal die Lebensbereiche seht, die ich jetzt für mich als relevant identifiziert habe. Pickt da einfach raus, was im Prinzip für euch wichtig ist. Und das ist im Prinzip entscheidend, dass ihr euch erstmal alle diese Lebensbereiche notiert, die jetzt relevant sind, denn darauf aufbauen könnt ihr euch Ziele für alle Lebensbereiche setzen. Ein Fehler, den nämlich viele machen, ist, dass sie sich jetzt nur vereinzelt Ziele setzen. Also zum Beispiel sagen, das sind jetzt meine Ziele für den Job, aber dann jetzt private Ziele, das Familienleben, Sport etc. vielleicht vernachlässigen. Ihr werdet merken, diese Betrachtung aller Lebensbereiche schafft am Ende eine Balance, weil ihr wirklich mit allen euren Lebensbereichen im Gleichgewicht lebt und das schafft dann entsprechend auch Zufriedenheit. Schritt Nummer 4 ist dann der eigentlich entscheidende Schritt und zwar die Zielsetzung. Also nun schreibt ihr euch wirklich konkret die Ziele auf. Und wie ich schon gesagt habe, seid sparsam, setzt euch nicht zu viele Ziele, aber natürlich für jeden Lebensbereich mindestens ein Ziel, gerne natürlich auch mehr. Wie läuft das Ganze nun ab? Ich finde eine sehr effektive Methode, an der man sich orientieren kann, ist die SMART-Methode. Sicherlich kennen die einige von euch schon, wir haben das ja auch hier auf dem Kanal schon mal angesprochen. Und zwar ist SMART einfach ein Akronym, was für die einzelnen Anfangsbuchstaben steht, und zwar S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv bzw. abgestimmt, R für realistisch, T für terminiert. Lass mich das einmal kurz erklären. Spezifisch bedeutet einfach, dass du dir möglichst spezifische, genaue Ziele setzt. Das heißt nicht so etwas Vages wie, ich möchte gesünder leben, sondern wirklich konkret, was das Ganze meint. Messbar ist, dass du das Ganze letztendlich am Ende messen kannst. Das heißt, schauen kannst, habe ich das Ganze erreicht oder habe ich es nicht erreicht. Attraktiv, beziehungsweise manchmal wird es auch abgestimmt genannt, heißt jetzt, dass das Ziel einerseits für dich attraktiv, also für dich motivierend sein soll und eben auch mit den weiteren Zielen, die du dir setzt, abgestimmt sein sollte. Also, dass da kein Zielkonflikt besteht. Realistisch, relativ einleuchtend, dass du dir natürlich auch nicht übertriebene oder zu hoch angesetzte Ziele setzt. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung. Manchmal ist es gut, wenn man sich Ziele setzt, die vielleicht etwas über das hinausgehen, was man eigentlich als realistisch ansieht. Also einfach nochmal so 10 oder 20% höher ansetzt, denn damit orientiert man sich tendenziell einfach nochmal an etwas Steigendem und man sagt immer so, es ist gut, wenn man 80% der Ziele so erreicht. Ich hoffe, das war jetzt für euch soweit verständlich. Der letzte Punkt davon, terminiert, bedeutet einfach nur, dass ihr eine Deadline braucht, das heißt ein Datum, bis wann ihr das Ziel erreicht haben möchtet. Ja, die Methode finde ich einfach super effektiv, daran kann man sich gut orientieren. Wichtig, hier geht es natürlich darum, wie ihr euch persönlich Ziele setzt. Vielleicht möchtet ihr euch ja noch für ein Team, beispielsweise bei der Arbeit oder wenn ihr jetzt in einem Verein oder einem sozialen Projekt oder was auch immer tätig seid, auch noch Ziele setzen. Da gibt es auch sehr coole Methoden, wie ihr das machen könnt. Ich finde da OKRs, nennen die sich, also Object Key Results, sehr hilfreich. Ich habe euch dazu unten in der Videobeschreibung etwas verlinkt, falls euch das Thema nochmal mehr interessiert. Ich will da jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, denn letztendlich ist das ja das, was euch überlassen ist. Das heißt, ihr müsst persönlich eure Ziele setzen. Aber einfach mal als Beispiel, wie ihr das für die Uni machen könntet,
Ein Ziel könnte beispielsweise sein, dass ihr bis Ende des Sommers, also sagen wir mal bis Ende September 2021, 5 Fächer absolviert haben wollt und diese mindestens mit der Note 2,0 bestanden haben möchtet. Und natürlich könnt ihr dann auch noch die 5 Fächer aufzählen, die das letztendlich sind. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für den Bereich Uni. So könnt ihr natürlich systematisch für alle Lebensbereiche vorgehen und euch dann für alle Lebensbereiche die Ziele aufschreiben. Wenn ihr jetzt glaubt, ihr seid schon am Ende angekommen, dann muss ich euch täuschen, es kommt noch etwas auf euch zu, und zwar Schritt Nummer 5, Visualisierung. Visualisierung bedeutet jetzt einfach, dass sich das Erreichen der Ziele lebhaft vorzustellen. Also wirklich in den Moment reingehen und euch das so gut wie möglich vorstellen, wie ihr das Ziel erreicht. Visualisierung hilft wirklich erwiesenermaßen dazu, seine Ziele, die man sich setzt, auch tatsächlich zu realisieren, und ist einfach eine super, super hilfreiche Methode, die von vielen erfolgreichen Menschen empfohlen wird. Ich habe da auch noch ein sehr cooles Buch, was ich euch zu dem Thema empfehlen möchte. Und zwar nennt sich das, vielleicht kennt es einige, das Robbins Power Prinzip von Tony Robbins. Sieht jetzt bei mir schon ein bisschen mitgenommen aus, weil ich das tatsächlich häufig auf Reisen mit hatte. Ist ein super, super gutes Buch. Da wird das Ganze noch mal etwas näher beschrieben. Auch auf das Thema Visualisierung wird dort eingegangen. Und ich habe euch zur Visualisierung auch unten noch ein paar Links dargestellt, bei denen ihr euch noch mehr darüber erkundigen könnt. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Visualisierung ist natürlich etwas, was ihr jetzt gedanklich machen könnt, euch das so gut wie möglich vorstellen. Allerdings könnt ihr das natürlich auch wieder schriftlich festhalten, eure Visualisierung. Und ich arbeite da ganz gerne einfach mit Mindmaps, dass ich mir jetzt diese Lebensbereiche, von denen ich gesprochen habe, da aufmale und dann dahinter die einzelnen Ziele und für jedes Ziel vielleicht noch ein motivierendes Bild mir da reinfüge. Das könnt ihr euch dann im Prinzip ganz gut auch ausdrücken, an die Wand hängen oder an eurem Computer als Bildschirm im Hintergrund speichern, ähnliches. Auf jeden Fall eine Methode schaffen, um das visuell präsent zu haben. Was auch sehr cool ist und was auch von vielen, als hilfreich angesehen wird, sind Vision Boards. Das heißt im Prinzip eine Art Tafel oder Plakat mit Bildern zu all euren Zielen fürs nächste Jahr. Dazu habe ich euch auch in der Videobeschreibung nochmal ein paar coole Videos verlinkt. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen, wie ihr so ein Vision Board erstellt. Und Schritt Nummer 6, Umsetzung. Und that's it. Ihr habt es geschafft mit der Zielsetzung, jetzt geht es nur noch in die Umsetzung. Wichtig ist hier, dass diese Zielsetzung natürlich nicht etwas ist, was ihr dann einmal gemacht habt und dann in der Ecke liegen lässt, sondern das solltet ihr am besten häufig präsent haben. Wie ich schon gesagt habe, man kann das beispielsweise ausdrucken. Was an der Stelle auch wichtig ist, ist, dass man sich einen Plan für die Umsetzung macht. Und ich arbeite da gerne wirklich mit Monats- bzw. Wochenzielen. Das heißt, dass man sich jetzt jeden Monat oder im besten Fall sogar jede Woche im Prinzip kurz Zeit nimmt, die vergangene Zeit reflektiert und sich kurzfristig neue Ziele setzt. Also schaut, was sind jetzt die nächsten Schritte, um mein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Und auch in diesem Reflexionsprozess könnt ihr dann natürlich jedes Mal eure Jahresziele rausholen. Schauen, bin ich noch wirklich on track? Habe ich mir wirklich die richtigen Ziele gesetzt? Und bin ich auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, was muss ich vielleicht ändern? Wenn ihr mehr zu dem Thema Monats- bzw. Wochenrückblick wissen möchtet, schreibt uns gerne und dann machen wir gerne ein eigenes Video dazu. An dieser Stelle war es das nun mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen und vor allem auch weitergeholfen hat. Sollte das der Fall sein, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde uns auf jeden Fall riesig freuen. Habt ihr noch Fragen, schreibt uns gerne unten in den Kommentaren oder auch auf unserem Instagram-Account. Da posten wir übrigens auch immer wieder spannende Tipps und Techniken rund ums Thema Schule, Studium etc. Schaut da also gerne vorbei. Ich habe euch alle Links, die relevant sind fürs heutige Video, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch den Link zum Buch, den ich erwähnt habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann nur noch einen guten Rutsch, viel Erfolg im neuen Jahr. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal bei LearnHack.